im Federgewicht. Second Sound, Betreuer aus dem Ring, Second Sound, please. Ich glaube, wir können einen Hochgeschwindigkeitskampf erwarten bei den beiden Kandidaten. Ja, da geht's gleich munter zur Sache. Da geht's sofort los. Keine 10 Sekunden, schon 5 Schläge auf dem Konto jeweils. Und versucht schon abzutauchen hier zum Takedown. Oh, da war die linke gut drin, aber jetzt auch. Tadzic bewegt sich gut raus. Bewegt sich gut raus, sticht den Jab rein. Ah, da schenken sich beide nichts. Beide erstmal mit Oh, schöne links-rechts, starke links-rechts. Starke links-rechts. Jetzt schauen, ob die Takedown-Verteidigung da ist. Batobo geht auf den Double Leg, hat eigentlich schon beide Beine. Nein, geht jetzt wieder auf den Single Leg. Hebt ihn aus, wirft ihn, landet in der Guillotine. Tadzic will gar nicht zugreifen hier. Entweder Guillotine wäre da, Guillotine wäre tief da. Ja, entweder erkennt er die Situation jetzt nicht. Er kennt die Situation wohl nicht, ne? Arm ist tief drin, Arm ist tief drin, könnte direkt darauf gehen. Er drückt sich sofort hoch. Und Batobo schon wieder der Takedown, der gelingt ihm jetzt auch. Tadzic akzeptiert die Position. Aber arbeitet sich schön wieder hoch. Sehr gut. Und da ist er schon wieder in der Guillotine drin, aber die ist nicht ganz geschlossen. Batobo wirft ihn wieder runter. Das sieht spektakulär aus, ist aber kräftezehrend. Da muss er aufpassen, dass er sich nicht zu früh verheizt. Und schon wieder die Guillotine drin. Batobo wirft ihn jetzt gleich wieder. Und Tadzic hat den Griff quasi drin. Batobo versucht ihn gleich wieder zu werfen. Ah, da hat sich. Aber überlegt sich. Tadzic gerade nochmal so am Zaun abgestoßen. So, jetzt ist Joel Batobo wieder frei, hat den Kopf rausgezogen. Und Tadzic geht hinterher. Und der Kampf ist wieder am Stand. Tadzic wechselt immer die Auslage, steht mal links vorne, steht mal rechts vorne. Explosive Einzelhände von den Jungs hier. Schöne Links-Rechts-Kombination. Schöne Links-Rechts-Kombination schon wieder. Batobo muss den Kopf jetzt mal ein bisschen mehr decken. Und schöner Takedown. Batobo in der Oberlage. Aber hat noch nicht so richtig die Position gesichert. Tadzic ist hier noch gar nicht. Jetzt ist er fixiert. Und da ist selber die Guillotine. Durch, ja? Da ist selber die Guillotine-Möglichkeit für Batobo. Und Knie zur Leber, der war gefährlich. Da muss er aufpassen, Tadzic. Und er schickt auch vor allem den kleinen ein paar Schläge zum Körper hinterher. Ja, jetzt hat er gerade etwas Oberwasser. Oh, die schenken sich nichts hier. Schön, der Frontkick-Versuch hier von Tadzic. Oh, die rechte hat gesessen. Und die linke und ebenso. Noch mal. Jetzt muss Batobo wirklich mal die Hände höher nehmen. Zumachen Low oben. Kick. Oh, Flying Knee hier von Tadzic, der schon die Augen weit aufgerissen hat. Und Batobo wieder auf die Leber gezielt. Die linke unten an den Körper ich ran. Ich glaube, da langsam das System drin zu sehen, dass er hier versucht, das Knie oder die Hand hier zur Leber abzuschießen. Aber die Kopfbewegung die ganze Zeit. Oh, Front Choke. Front Choke von Tadzic. Ich glaube, er will gar nicht auf die Chokes gehen. Er will einfach nur ihn fernhalten. Er will stehen bleiben einfach. So sieht's aus. Ja, aber so vom Gefühl her. Schöner Takedown. 1,30 jetzt hier noch. Und Tadzic schiebt sich sofort mit dem Rücken hinten ans Gitter ran. Er versucht hier aufzustehen. Versucht hier Distanz zu gewinnen. Aber Batobo hat sich jetzt hier auf die Beine draufgesetzt. Hat es jetzt wieder verloren. Knie zum Kopf wäre jetzt nicht erlaubt. Wieder Schlag zum Körper von Batobo. Und wieder Frontchoke. Er setzt immer nur an, aber er zieht es nie durch. Bricht die eigene Technik mitten in der Aktion ab. Ja.
Weiß nicht, ob ihm da das Selbstvertrauen fehlt oder ob der Plan anders ist. Ende der ersten Runde. So, da hatte sehr gute erste Runde. Wem würdest du sie geben, Daniel? Boah. Ganz ehrlich, das war eine Runde, da war viel Betrieb dabei, viel Feuer drin. Tadžik hat mehr Hände, glaube ich, getroffen. Batobo hat dafür die Takedowns gelandet. Schwierig. Vielleicht einen ganz kleinen Vorteil für Batobo, weil er dann öfter die Kontrolle hatte, wenn es hier in diese Szenen auf der Matte ging. Aber das ist hauchdünn. Und das könnte genauso in die andere Richtung dann ausschlagen. Eingfrei zur zweiten Runde, Second Round. An Tempo wohl nicht weniger bieten wird. Ah, jetzt hat er die Ansage bekommen, Joel Batobo. Er soll den Kopf nicht zu hoch halten und damit nicht zu viel Fläche bieten. Und jetzt hat er die Linke auch weiter vorn. Ja, Tadžik hat gefühlt am Stand die eine Hand mehr immer drin gehabt, aber Batobo jetzt hier wieder hier. Ja, aber Batobo hat wieder glänzt zwei durch die Kontrolle. Bevor er jetzt dann hier zum Takedown ansetzt, ja. Da hält er jetzt fest. Ich weiß jetzt nicht, der Griff ist mir völlig unbekannt. Den jetzt gerade hier versucht. Oh, da, das hört man, da sind Treffer auf den Körper, die Tadžik setzt. Batobo hebt wieder aus. Und da ist schon wieder die Guillotine drin. Muss er mal die Guillotine jetzt mal ziehen. Aufstehen und die Guillotine ziehen. Ich wünschte, ich dürfte jetzt coachen. Ich meine, es ist so offensichtlich. Meine, er hat den. Wir sitzen gefühlt 1,80 Meter weg. Also, die sehen es auch. Hinten an der Stelle da. Man sieht uns im Hintergrund. Es sind also, so oft. Also, es war jetzt schon mindestens viermal die Situation. Also, entweder ist Batobo extrem gut in der Verteidigung oder man weiß es, dass er darauf geht, dass er in die Guillotine reinspringt und dann irgendwie nochmal rauskommt oder so. Aber nein, das würde ich einfach mitnehmen. Tadžik entscheidet sich nicht dafür. Er nimmt diese Möglichkeit gar nicht an. Er hält den Kopf einfach nur fest. Und jetzt geht er mal auf die Guillotine. Jetzt hat er jetzt wird er doch durch. Mehr ein Abstützen. Und hält sich wieder fest. So. Oh, jetzt gibt es eine Point Reduction. Ja. Jetzt muss Tadžik aber nochmal aufs Gaspedal treten. Ja, weil er sich mehrfach im Gitter festgehalten hat. So, und jetzt hat Batobo eins gemacht. Jetzt hat er sich so hingeschoben, dass er den Zaun im Rücken hat und dann Abdul in die Ringmitte schieben kann. Drückt ihn runter, drückt ihn an den Boden. Und Tadžik kommt hoch. Und jetzt Batobo greift. Aufpassen, ja. Da ist die Guillotine in Gefahr. Jetzt aufpassen mit den Knien beim Aufstehen. Da ist immer die Gefahr. Und Batobo geht direkt hinterher. Tadžik hier jetzt wieder hier im Standkampf. Der muss es jetzt eigentlich versuchen, im Stand zu halten. Der darf sich nicht so weit nach vorne lehnen. Ja, dann müsste er aber schneller auch rückwärts gehen, sobald Batobo auf ihn zukommt. Ja, das wirkt schon. Man merkt bei Tadžik 1. Es wird kraftloser. Oh, aber er trifft jedes Mal, fast jede Hand trifft. Puh. Und da wird er immer wieder abgekontert. Und jetzt muss Batobo nur noch zusammengreifen und sich den Takedown holen. Und da ist schon wieder die Guillotine. Bilderbuchmäßig, wie er jedes Mal eigentlich den Griff richtig tief drin hat und eigentlich nur noch zusammengreifen müsste. Ich meine, selbst wenn er die Guillotine nicht durchbekommt, es kann daraus schon eine Situation entstehen, die den anderen in Bedrängnis bringt. Und vor allem müsste Batobo jedes Mal erstmal Verteidigung gegen diese Technik aufbauen und könnte nicht selber arbeiten. Genau. Und eventuell wäre ja die Möglichkeit einer Submission da. Und das ist wiederum gut für die Punktrichter so zu sehen. Ah, okay, Tadžik möchte den Kampf beenden, anstatt einfach nur den Kopf zu halten. Ah, er hat seine Leute dabei. Abdul Gaha.
Dong, 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 links und rechts. Aber Batobo merkt man an, auch er schaltet ein bisschen zurück. Vielleicht jetzt nochmal die letzten Sekunden, da wird er gerne noch eine Ansage bekommen, dass er nochmal ordentlich was zeigt. Oh. Jetzt kommt Batobo von oben, gute Treffer. Er muss aufpassen, dass da Tachi kein Aufwärtskick macht. Und die Runde geht ganz sicher an Batobo. Allein schon aufgrund des Faktes, dass er eine Punktreduktion von Tadžik mitrechnen kann. Das heißt, ihm wurde ein Punkt abgezogen, da er die ganze Zeit in den Käfig gegriffen hat. Diese Anfangstreffer, die Tadžik gesetzt hat, die wir jetzt gleich auch mal sehen, diese langen Hände, die waren im Ziel. Boom, boom. Ja, drei Treffer, ja. Die hatten dann aber nicht mehr so diese Kraft wie noch in der ersten Runde. Da hat es Batobo nämlich ganz schön durchgeschüttelt. Und dann merkt man, geht allmählich wohl die Puste aus bei Abdul Gahar Tadžik. Und die zweite Runde eben aufgrund des Punktabzugs. Beide jetzt ein bisschen ruhiger. Verhaltener, ja. Ah, ja, das ist. Batobo wartet auf die ersten Hände und wird gleich wohl wahrscheinlich abtauchen. Kinn runter hier aus der Ecke von Batobo. Oh, Tadžik wechselt die Auslage. Jetzt hat er mit der linken wieder durchgestochen. Und jetzt wieder drei Hände im Ziel gehabt. Batobo zwar hinterher geschwungen, Körpertreffer gelandet. Ja, Batobo liegt jetzt eigentlich zwei Punkte vorne, zwei Runden vorne. Tadžik muss jetzt den Takedown verteidigen, muss jetzt den Takedown verteidigen. Was macht Batobo? Was macht Batobo? Der versucht sich an das linke Bein hier, an das rechte Bein hier. Und Tadžik hier ran, und er schiebt sich zwischen Tadžik und den Zaun. So sieht's aus. So, da müssen wir, glaube ich, nichts sagen. Das haben alle gehört, und zwar über die Halle hinaus bis zu Hause. Da braucht es keine Mikrofone, keine Lautsprecher. Klare Aufforderung, arbeite Joel aus seiner Ecke. Das macht er gut, sperrt das Bein, indem er einfach drüber geht. Ja, aber so viele Treffer so auf die Seite, so gerade auf die kurzen Rippen. Ja, aber er kann daraus keine Power generieren. Das hört sich fetzend an, aber das klatscht immer, das interessiert ihn gar nicht. Das ist sozusagen als Effekt, als Soundeffekt sehr beeindruckend. Ja, ja, das ist ein anderer Schnack, wenn Ellbogen erlaubt sind. Wenn er mit Ellbogen auf die Rippen haut, aus der kurzen Distanz dann, ja. Aber es ist ein Denkfehler, er muss hier ringen, er kann hier nicht schlagen. Der Batobo hält ihn hier die ganze Zeit fest und kontrolliert ihn hier. Und er macht keine harten Treffer jetzt, die jetzt irgendwie Batobo irgendwie beeindrucken. Ansonsten hätte Batobo losgelassen. Und das macht er jetzt gut. Er steigt hier drüber über das Bein, setzt sich drauf. Und das macht es Tadžik jetzt unglaublich schwer, in den letzten drei Minuten nochmal hochzukommen. Ja, das sind so diese Griffe da. Das muss man schon geübt haben. Also diese ganzen Griffe, die er da jetzt macht, die sind relativ... Also die sind relativ ineffektiv, um zu verhindern, was Batobo jetzt gerade hier macht. Gut, Tadžik hat auch klar vorher erklärt, er ist ein Standkämpfer. Das merkt man auch. Und da merkt man auch, er will sich hochdrücken, er will immer weg. Ja, im Stand sah er auch immer gut aus. Da hat er ja seine Treffer gelandet. Aber das ist eben das Ding im MMA. Man muss halt eben schauen, wenn man seine Treffer im Stand macht, dass man sich nicht zu weit nach vorne lehnt, um dann quasi sich zu öffnen für Takedowns. Das ist im Grunde immer passiert. Er hat sich zwei Hände gebracht, war dann zu weit vorne und dann kam Batobo mit dem Takedown. Und jetzt hat er nochmal die Chance. Ja, jetzt drauf achten. Diese Knie. Jetzt läuft der Batobo ab und der will wieder auf den Takedown. Jetzt, da geht er wieder raus, Tadžik. Jawohl. Ja, Batobo fährt auch. Und da geht er hinterher. Batobo wackelt gleich. Der muss da kriegt er vor. Oh, oh. Vier Treffer und da war es schon wieder.
Er hat sich zu sehr nach vorne gelehnt. Batobo taucht einfach ab und holt sich den Takedown. Das hätte den Kampf gewinnen können jetzt. Und jetzt wieder diese Griffe da, die Ah, das ist so schade. Es geht unten weiter. Das ist das probate Mittel, das findet Abdul-Kahar hier nicht. Da doch, vielleicht kommt er in der letzten Minute nochmal über die Kraft, aber Batobo stellt ihn jetzt hier gegen den Käfig und schiebt einfach und hält jetzt wahrscheinlich noch fest. Die eine Minute wird er noch überstehen. Tadjik hat noch die Luft, aber er kriegt die Beine einfach nicht hoch. Ja, das ist zum Beispiel etwas normaler. Batobo greift jetzt gleich zusammen und zieht ihn einfach weg. Das war ein Ellbogen zum Kopf, war ein illegaler Schlag. Ja. Man muss wissen, wann man vom Striker zum Ringer wechselt. Jetzt muss er der Ringer sein. Jetzt, das ist eine richtige Aktion. Jetzt ist er oben. Ja, 20 Sekunden. Jetzt gucken, kann er den Kampf noch beenden? Was ist da los? Kann er den Kampf noch beenden? Gut, jetzt hat er einen guten Griff. Jetzt müsste Tadjik natürlich jawohl, jetzt müsste er ab. Jetzt muss er abliefern. Jetzt muss er abliefern. 10 Sekunden hat er noch, den Kampf zu beenden. 10 Sekunden hat er noch, den Kampf zu beenden. Zieht sich ran. Oh, dann. Brutal. Und Ende der dritten Runde. Ende des Kampfes. Also ich weiß nicht, ob das schönes ein Jubel von Tadjik ist oder ob er weiß, er hat es einfach zum Schluss nicht mehr rumgerissen. Schade, ein gutes Duell. Gutes Duell. Ja, Toro gerade durch seine ringerische Dominanz am Anfang oder ringerische Kontrolle am Anfang. Das war eine Wackelphase. Das war die Wackelphase und da ist Batobo dann gleich wieder abgetaucht und hat hier, dass ich gleich wieder den Takedown geholt. Und da kam der Sprawl von Tadjik einfach zu spät. Dieser Reflex von ihm. Also ich bin gespannt, die erste Runde, wie gesagt, ich hätte sie vielleicht so Batobo leicht vorn gesehen. Die zweite hat er in jedem Fall bekommen. Aufgrund des Punktabzuges geht der Sieg in die blaue Ecke an Joel Batobo. Ja. Stimmt, das hatten wir noch nicht, hatten wir auch nicht auf dem Schirm. Ja, haben wir in der zweiten Runde ja gesagt. Tadjik hatte den Punktabzug durch wiederholtes in den Zaun greifen und damit geht der Sieg an Batobo.